Das Märchen von dem Land, das sich innerhalb von einer Woche total verwandelte. Es war einmal ein Land, in dem hörte man immer nur sowas. Fremde, nee, schlechte Laune. Und wenn einer sagte, ein paar Millionen können wir doch verkraften. Dann hieß es gleich, nee, geht nicht, nee. Doch dann erschien eine gute Kanzlerin in Gestalt eines Merkelburschen und sagte, Och, das schaffen wir schon. Und siehe da, plötzlich war das ganze Land wie verwandelt. Überall wurden eifrig Spendierhosen genäht. Gibt's hier Spendierhosen? Die passen mir bestimmt. Und tatsächlich. Genau richtig für meine Figur. Und es gab eine ganz neue Willkommenskultur. Guck mal, das stellen wir jetzt in jedem Aufnahmelager bereit. Tischlein deck dich. Siehste, geht doch. Und auch zur Finanzierung der ganzen Sache gab es bald Ideen. Ich hab da noch was im Stall vom Finanzministerium gefunden. Esel streck dich, Esel reck dich, Steuergelder sprudelt. Nur einige in dem völlig verwandelten Land wunderten sich plötzlich. Man wird ja wohl noch fremdfeindliche Parolen grüllen dürfen. Ach echt? Das ist nämlich Meinungsfreiheit. Außerdem, das Steuergeld gehört uns. Her damit. Kommt sofort. Moment, ich hab was für euch. Knüppel aus dem Sack. Und so waren plötzlich alle sehr zufrieden. Okay, fast alle. Und es gab ein großes Fest und jeder heiratete die schöne Flüchtlingstochter. Aber das ist natürlich nur ein Märchen. In Wahrheit geht das mit dem Tischlein so. Tischlein, deck dich. Tischlein, deck dich. Scheiße, alles muss man selber machen. Und der Esel? Steueresel, reck dich. Steueresel, streck dich. Nur das mit dem Knüppel aus dem Sack, wenn einer sagt, Ausländer, verpisst euch! Das darf auch in dem völlig verwandelten Land gern so bleiben.